Bin ich richtig? Ja. Was für ein langwieriger Prozess. So, und ich frage mich immer noch, was kann ich mit diesen Bronzemünzen machen? Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Wo kann ich was mit denen machen? Das wüsste ich jetzt gerne mal. Was kann ich mit den Bronzemünzen anstellen? Mägowannen. Ich grüße euch. Nee. Ding am Lachen. Damit wird schlecht. Okay. Kann ich die einfach verkaufen? Ich habe nur ein paar Rosinen zum Snacken gefunden. Ja, ich knabe hier schon die ganze Zeit an meinen Nüssen. Aber, naja. Ich würde mir nicht doch nicht so satt von. Naja, okay. Fertige ich erstmal das, was ich jetzt zu fertigen habe. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Raid. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Wie geht es dir? Und natürlich, wie geht's euch? Herzlich willkommen an alle, die hier reingeradet sind. Was gab's bei euch? Ich will jetzt mal was ausprobieren. Warte mal. Mal sehen, ob das mit dem Shoutout mal funktioniert. Meine Mods sind leider gerade nicht da, um das auszuprobieren, deswegen muss ich das gerade mal kurz gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das jetzt hier. Ja, das ist. Ja, perfekt. Zumindest das funktioniert. Alles andere funktioniert und nicht, aber das funktioniert. Umgehe. Die Musik, ich gehe wieder. Hey. Ich fand die Musik tatsächlich ganz cool. Ich habe Ewigkeiten überlegt, was ich reinpacke, aber ne, ich dachte, das nehme ich erstmal. Streamen wir diesmal erfolgreicher als letztens. Ja, sehr geil, das freut mich für dich. Ich nehme an, ihr habt Lotro gezockt? Oder gab es was anderes bei dir? Diesmal. Ich hoffe, ihr hattet soweit einen wundervollen Abend. Mit der Challenge von den Lotraum laufen. Diesmal ohne Tod. Sehr geil, sehr geil. Hier, es freut mich. Ich muss gerade mal überlegen. Ich wurde schon gestorben? Doch, ich bin gestorben. Ich habe einen ehrenhaften Tod hinter mir. Wie war es bei dir bisher? Soweit, ich sag jetzt mal recht entspannt. Wir haben heute die Nordhöhen abgeschlossen. Sind jetzt in Eventim oder wie auch immer man es aussprechen mag. Haben jetzt hier dieses komplette Tal hier hinten fertig gemacht. Und soweit, ich kann mich nicht beklagen. Es läuft. Ich habe bisher auch mein Lieblingsgebiet gefunden. Also diese Region gefällt mir bisher am besten. So, neben dem Auenland natürlich, weil Auenland ist halt einfach idyllisch schön. Ja, bei mir jetzt bisher auch. Ich habe ja noch nicht viel gesehen, aber bisher... Eriade auf jeden Fall, ja. Ich dachte halt nur so, weil ich ja von den einsamen Landen in die Nordhöhen gegangen bin,
Und dieses Triste hat sich halt wirklich komplett hingezogen und ich dachte einfach so, okay, wenn die Wende mir jetzt genauso wird, ne, dann wird das ganz schön haarig bei mir, ne, das so durchzuziehen, wie ich das geplant habe. Aber mit der Musik, diesem wunderschönen See, dem kompletten Setting, ich bin verliebt. Also, ja, ich habe mein Lieblingsgebiet bisher gefunden. Es ist einfach so schön hier. Ich muss die Aufgaben im Norden mitnehmen, am anderen Ufer. Die hier? Oder meinst du hier oben noch irgendwas? Weil ich habe bisher nur hier hinten gemacht. Ja, ja, das haben wir gerade fertig gemacht. Das haben wir gerade fertig gemacht. Gerade die Instanz mit dem End fertig. Ich habe komplett ready. Jetzt können wir uns um alles andere hier kümmern. Da habe ich mich jetzt die letzten, sag mal, 3 Stunden mit beschäftigt. War auch mega schön, auch diese, ich sag jetzt mal, Ureinwohner oder Einheimischen da, die ganze Zeit ihr Wolfsgeheul gemacht haben. Fand ich mega cool. Am Ende hat sich es ein bisschen hingezogen, aber ansonsten war mega schön. War mega schön das Gebiet. Vor allem dann hier oben die Ecke. Auch hier oben beim Wasserfall. Ach, das war wunderschön. Also ich habe mich hier echt, echt drin verliebt. Ja, doch. Ach, es ist schön. Es ist echt herrlich. Ich weiß gar nicht. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall so ein paar Aufträge, die ich so noch machen kann. Ich weiß noch gar nicht, wo wir genau hin müssen. Unter anderem dieses Rätselding. Hin und wieder zurück ist das, glaube ich, ne? Ja. Ich finde die Lösung des Rätsels. Da laufe ich jetzt schon einen halben Abend hinterher. Weil ich noch nicht genau weiß, wo das Ganze jetzt hinführt. Das war cool gemacht, aber ich muss mal gucken. Mal gucken. Ja, nur mal die tristen und total runtergekommenen Gebiete in Lordrum. Aber Evendim und Vorwoche gefallen mir richtig gut. Ja, also Evendim halt auch echt gut. Bei den einsamen Landen zum Beispiel, da muss ich jetzt mal kurz hier hinten. Da fand ich das Gebiet hier hinten. Agamau oder jeder Rotpass. Das fand ich halt mega schön. Also mega schön und richtig, richtig cool designt. Wetterspitze fand ich natürlich auch mega cool. Bei den Nordhöhen hatte ich jetzt nicht so meine Lieblingsgebiete. Dieses rote Wasser, ja. Genau wegen dem roten Wasser fand ich das halt richtig geil. Da fand ich halt hier die Ecke kurz vor Angmar. Fand ich cool. Und diese Ecke so ein bisschen. Wenn man hinten halt schon dieses Stadion gesehen hat, ne, beim Eingang von Angmar, das war ganz okay. Aber ansonsten fand ich die Nordhöhen jetzt nicht ganz so. Ja. Ja. War nicht ganz so meins. Aber das hier jetzt, das ist... Ach ja, ich hab mich echt verliebt. Ich stehe halt auf solche Gebiete. Wie gesagt, das Auenland hat mir halt auch noch mega gut gefallen. Breland war, ja, okay. Eredluin teils, teils. Das Reich der Elben fand ich halt mega schön. Ja. Sind bisher so zumindest die Gebiete, zu denen ich was sagen kann. Beim Breland fand ich halt zum Beispiel die Hügelgräberhöhen richtig geil. Weil man die halt bisher nur im Buch gelesen hat und dann sieht man sie halt mal so, ne? Warte nur, bis du in Moria angekommen bist. Gott, das dauert aber Ewigkeiten gefühlt. Ich bin aber schon echt gespannt auf Moria. Also von Moria habe ich mir echt viel, viel sagen lassen und auch viel, viel Gutes. Also ein Kumpel von mir überlegt, sich tatsächlich gerade auch wieder Lodro zu installieren. Einfach nur, um mal, damit er mich durch Moria führen kann. Weil er das Gebiet wohl so geil findet. Ja. Nimm mein Quollknoll mit. Ja, das befürchte ich ja sogar auch. Das befürchte ich ja sogar auch, dass ich da mich komplett verirren werde. Wo muss ich jetzt hier hin? Das ist aber ganz genau. Das ist hier nochmal der gleiche Markierungsstein. Ernsthaft? Weiter vorhin gerade erst.
Ja, hab ich ja vorhin gerade erst gemacht. Jetzt haben wir so ein komisches Buch einge... So, die ist wieder zurück. Nach der, nach der. Okay. Ja, dann reiten wir jetzt mal wieder zurück. Aber auf Moria bin ich trotzdem mega gespannt. Ich fand halt Moria im Film schon richtig geil. Und eigentlich in jedem Spiel, was es so von Herr der Ringe gab. Ich habe ja auch zum Beispiel die Gefährten gespielt, was ja, ich meine, auf PC und auf jeden Fall auf PS2 gab. Und da fand ich ja Moria schon geil. Dann beim dritten Zeitalter, das ist ja auch so ein RPG, ähnlich wie FF10. Ja, FF10 kam zu der gleichen Zeit raus. Da war Moria auch mega geil. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Meine vorhin auch schon so, ich bin auch mal sehr interessiert, wenn und ob man Gollum zum Beispiel mehr trifft, wie der aussieht. Ob er genauso ekelhaft aussieht, wie hier diese ganzen Bilwitze, die wir hier so sehen. Aber ich freue mich halt echt mega drauf. Einmal bitte anschalten. Oh, er muss auch episch sein. Sonst ist man, glaube ich, etwas enttäuscht, ja. Also, ich weiß nicht. Ich habe auf der einen Seite Angst, von Moria zu viel zu erwarten. Auf der anderen Seite warte ich auch schon viel. Moria wird, glaube ich, echt toll. Ich habe ja viele so Lieblingsgebiete aus Herr der Ringe, wo ich echt schon so sehnsüchtig drauf warte. So. Hast du den Treuhörn gequestet? Noch nicht. Noch nicht. Da muss ich erst noch hin. Da muss ich erst noch hin. Da geht's als nächstes hin, wenn wir hiermit fertig sind. Wenn wir mit Eventim fertig sind, geht's in die Treuhöhen. Ich hatte mir jetzt so ein ungefähres... eine ungefähre Liste rausgesucht, die es bei Google gab, wie man halt ungefähr leveln könnte. Man muss es nicht. Ne? Wenn ich halt so gar keine Ahnung hatte. Und ja, da hange ich mich jetzt so langsam dran entlang. Mal gucken. Also bisher... die Treuhöhen habe ich nur einmal ganz kurz gestriffen, weil ich eine Bingo-Quest abgegeben hatte. Und da musste ich einmal ganz kurz in die Treuhöhen rein. Dann, ja. Habe ich aber gesagt, nee, ich werde es die Nordhöhen machen. Da erst mal das Buch 3 war es, glaube ich. Buch 3 weitermachen. Dann hat das Buch 3 aber gesagt, ja, geh bitte nach Buchtal. Habe ich aber gesagt, nee. Mach die Nordhöhen erst fertig und geht dann nach Eventim. Spoiler, im Starkachs-Bolo kann man Gollum zum ersten Mal sehen. In Treuhöhen für die anderen Rassen, meine ich. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, die Stark-Exter habe ich leider noch nicht. Das Einzige, was ich mir jetzt zugekauft hatte, waren die Hochelmen. Die Hochelmen hatte ich mir zugekauft, weil ich bin halt so ein... Ich liebe die Elben. Auch wenn sie oft sehr hochnäsig erscheinen. Aber ich liebe die Elben. Und die Hochelmen haben halt so richtig geile Frisuren, finde ich. Ich mag halt sowas hier. Die ist halt mega schön. Und deswegen hatte ich mir gedacht, ja, komm, was ist das? Was mich auch noch interessiert, Volk wie auch Klasse, sind die Beorniger. Oder wie auch immer sie ausgesprochen werden. Die interessieren mich noch mega. Aber da muss ich erstmal den Mani für aufbringen. Entweder, ne? Also zumindest um das im Shop zu kaufen. Elben-Fangirl, ja. Ich bin tierisches Elben-Fangirl. Das kann ich auch nicht abstreiten. Das sieht man mir sofort an. Sobald ich irgendwo einen Elben sehe. Jetzt muss ich unbedingt Legolas sein, davon mal ganz abgesehen. Ich mag Legolas, aber es muss nicht Legolas sein. Aber ich liebe Elben. Liegt aber vielleicht auch mit an den Rüstungen, an der Art der Schwerter. Weil ich finde halt das Design so mega cool. Das ist halt so voll meins. Wobei in Herr der Ringe Eowyn auch nicht zu verachten ist. Also als Kind war ich tatsächlich, wenn ich Herr der Ringe nachgespielt habe, war ich meistens Eowyn. Ne, du Schildmaid.
während wir Punkte bunkern für Black Friday. Gut, wann ist denn Black Friday? Aber wäre eine Möglichkeit, ja. Ja, wäre eine gute Möglichkeit. Ich habe mir vorhin allerdings erstmal für Bezwingertaten Beschleunigung. Weil ich jetzt im nächsten Stream, der kommt, möchte ich einmal das Buch der Taten machen. Erstmal zumindest das Breland beenden. Damit ich nicht ganz so hinterherhinke. So viel, wie ich es jetzt schon tue. Und dann nochmal ein paar Pünktchen machen. Aber ich glaube, das waren nur 300 Punkte, die ich ausgegeben habe. Black Friday ist der letzte Freitag im November. Oh, ja, ich habe da keine Ahnung von. Selbst wenn das bei Amazon ist. Ich denke mir jetzt mal so, okay, was ist dieses Black Friday? Ich hatte so gar keine Ahnung von. Es gab schon die Klassenrassen ECC mit 75% Rabatt. Das ist natürlich geil, ne? Das ist natürlich geil. Wobei, ich muss gerade mal überlegen, ich glaube am 20. kriege ich mein Gehalt. Ich glaube, dann hätte ich sogar Geld, um mir die Punkte zu kaufen. Rein theoretisch. Ganz rein theoretisch. Aber es wäre halt mega geil, ne? Die letzten zwei Klassen fehlen mir halt. Stark-Exe und Beorninger fehlen mir. Beide. Ich bin an meinem Ding vorbeigeritten. Hier hoch. Ich höre mir am Friday immer meine Cloud, wie die da bisher immer reduziert waren. Ah! Ich grüße euch. Ja, warum auch nicht, ne? Jetzt muss ich gerade mal... Oh, diesen Gesang. Kennst du das Aragorn Eowyn Legolas Meme? Nee, sagt mir jetzt gerade so gar nichts. Ich bin jetzt aber natürlich neugierig. Wächter, Jägers, Gelehrten, Baden, Läufers, Bestie, was ist das? Was ist denn nun? Warte kurz. Ich weiß nicht, ob du... schickst du mir das per PN? Weil dann geht's. Wenn du es im Stream schickst, müsste ich einmal kurz... Gut. Weil sonst müsste ich einmal kurz das Ding... Den Command raussuchen. Ich hab den bis jetzt noch nicht im Kopf. Danke. Weißt du, du weißt den Command und ich weiß ihn selber nicht. Das ist echt peinlich. Ja, ist es. Ist es. Genau das ist es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, der ist gut. Der ist gut. Der ist echt gut. Oh mein Gott. Das ist aber auch irgendwo gemein, ne? Irgendwo ist das echt mega gemein. Oh, ich weiß immer noch nicht, was ich nehmen soll hier. Ich habe immer noch nicht durchgeguckt. Gott. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls ich es falsch ausspreche. Dr. Weedfarts, vielen, vielen lieben Dank für dein Follow und herzlich willkommen hier. Ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Es tut mir fürchterlich leid. Aber vielen, vielen, vielen lieben Dank und herzlich willkommen hier. Und es dauert immer noch Ewigkeiten. Könntest du jetzt bitte mal mir anzeigen? Ich möchte nur wissen, was das hier ist.
Da macht das, beim anderen macht das nicht. Komm, ist mir jetzt egal. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Gute Nacht trifft es, glaube ich, eher. Ja, 2 Uhr. Ich hoffe, es geht dir soweit gut. Und ich hoffe, du hattest einen schönen Abend, eine schöne Nacht bisher. Moment. Kann mir irgendjemand sagen, was ich mit diesen Münzen machen kann? Irgendjemand? Ich habe echt keine Ahnung. Ich bin neu. Gute Nacht ist das Stichwort. Das wünsche ich euch jetzt allen. Shoppen. Und wo shoppen? Ich wünsche dir aber auch eine wundervolle gute Nacht und vielen, vielen, vielen lieben Dank nochmal für den Raid. Und ja, das ist schon ein bisschen... Aber okay, beim Rufhändler, danke. Dann, danke. Dann weiß ich wenigstens Bescheid, was ich mit dem Ding machen kann. Ich war nämlich jetzt am Rumrätseln, was ich damit tun kann und was Dürfte nicht. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Ja, eine wunderschöne gute Bleibt Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Hoffe ich. So. Jetzt habe ich hier die ganzen Quiz. Schriftstücke der Ära. Muss ich damit? Ja, die muss ich. So, einmal runter vom Pferdchen. Jetzt gibt wieder Action. Denke auch, die Münzen sind meist für den Hauptort der Gegend und meist auch uferabhängiges Angebot bis zum Reittier. Okay. Weil bei den letzten Gebieten, meine ich, hatte ich das nicht mit diesen Münzen. Deswegen habe ich mich jetzt gewundert, was es damit auf sich hat. Weil ich davon ja relativ viele bekomme. In die beiden Fraktionen. Und ich war mir jetzt unsicher. Nicht, dass ich die vielleicht verkaufe und aber noch brauche. Weil das wäre so wieder typisch für mich gewesen. Deswegen habe ich sie jetzt nämlich so lange aufbewahrt, bis ich jemand hatte, den ich jetzt fragen konnte. Weil so weit war ich noch nicht. Wie gesagt, Max einsame Lande. Und weiter als bis dahin war ich vorher nicht. Deswegen muss ich jetzt alles doppelt und dreifach abfragen. Damit ich es dann an andere weitergeben kann. Wenn ich mal gefragt werden sollte. So sammeln wir hier erstmal wieder das Eisen ein. Gerne bei dir ins Inventar. Dann wäre vielleicht der Premium-Sammelbeutel auch noch eine Anschaffung wert. Gut, wie teuer ist denn der Premium-Sammelbeutel? Ja, bei mir geht auf jeden Fall alles ins Inventar. Nummer 9. Das ist ja teuer. Film haben vorbei. Ich hoffe, du hattest Spaß, Luna. Beziehungsweise, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Aber ging ja echt doch recht lange, euer Filmabend. Ich wäre wahrscheinlich schon lange eingepennt. Hätte ich einen Film geguckt. Okay, hier muss ich nicht hin. Aber freut mich, dass du einen schönen Abend hattest. Müsste eigentlich auch mal wieder einen Filmabend mit Frisches machen, aber... Wir schlafen beide zurzeit entweder... Du schnell ein oder der eine schläft ein und der andere nicht. Beim letzten Mal war ich jetzt, glaube ich, die eingeschlafen ist. Im letzten Filmabend. War das erste Mal, dass wir sowas gemacht haben. Oh, dann war es also auch noch Premiere. Sehr schön. Dann freut es mich umso mehr. Dann freut es mich umso mehr, dass es schön war. Eigentlich gibt es nichts Besseres als ein Filmabend. Doch ein Zockerabend. Ein Zockerabend für zwei. Der ist auch noch schön. Die kann man sich auch noch genehmigen. Eigentlich gibt es so viele geile Sachen zu zweit. Sofern man raus kann.
natürlich auch noch Gegner, wo man nicht raus kann. Hab's voll genossen. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir aufs Wort. LAN-Party. Ich glaube, ich hatte bisher nur 2 oder 3 Mal eine LAN-Party. Leider. Und das war alles vor... Lass mir nicht lügen. 6 Jahren? 5 oder 6 Jahren? War, glaube ich, die letzte LAN-Party. War doch bei... Na gut, damals habe ich schon bei Frischlass gewohnt. Und dann mit seinen Freunden, die hatten dann damals alle entweder Age of Empires 2, Stronghold... Oh, oder was war das andere? Ich weiß es nicht mehr. Irgendein Civilization auf jeden Fall auch noch. Aber das hatte, glaube ich, eher ich mit Frisches gespielt. Tropico. Tropico war das andere, glaube ich. Das hatten die Jungs damals gespielt. Und ich habe mich dann einfach mit der Konsole daneben gesetzt. War für mich allerdings kein Problem. Die Jungs hatten Spaß, ich hatte meinen Spaß. Konnte zocken, was ich wollte. Alles gut. Wobei ich auch manchmal mit den Jungs mitgezockt habe, wenn ich mal Bock auf Strategie hatte. Das war dann aber eher, wenn Age of Empires an der Reihe war. Bei einem anderen war ich nicht ganz so... Stronghold kriege ich bis heute nicht hin. Aber jetzt bin ich irgendwie müde. Das glaube ich. Dann geht's aber ab in die Haie. Wir machen auch nicht mehr so unfassbar lange. Also ein bisschen machen wir noch, aber nicht mehr... Nicht mehr so lang. Hybrid! Eine wunderschöne Nacht wünsche ich dir. Solltest du nicht arbeiten? Solltest du nicht fleißig sein? Was habe ich dir gesagt über die Arbeit, hä? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst arbeiten? Ich weiß, ich kann das nicht, aber ich weiß trotzdem einfach. Being fluffy unicorns dancing on rainbows. Being fluffy unicorns dancing on rainbows. Being fluffy unicorns dancing on rainbows. Wie viele Minuten nehme ich mal kurz durch? Being fluffy unicorns dancing on rainbows. Being fluffy unicorns dancing on rainbows. Being fluffy unicorns dancing on rainbows. Auf Stücke der Ehre. Wahrscheinlich einfach durchs Töten, oder? Aber ich hoffe, deine Arbeit läuft soweit gut. Hoffe, es ist bisher alles erfolgreich und ohne Komplikation oder sonstiges verlaufen. Habe ich auch schon gesagt. Mein Inventar. Es ist voll. Na gut, halb voll. Die Schriftstücke waren, glaube ich, durch die Geister, oder? Ich glaube, das waren die Geister, wodurch ich die kriege. Aber wo sind die Geister nochmal dauerhaft zu Hause? Da ist ein Geist. Und da ist auch ein Geist. Jetzt spielen wir mal Geisterjäger. Von 10. Ja, soweit ganz gut. Wird es besser sein, aber habe hier nur noch 4 Stunden. Morgen nochmal 8 und dann bin ich fertig. Juhu! Sehr, sehr geil. Den hast du dir jetzt aber auch verdient. Also mal gucken, ich peile jetzt noch eine halbe Stunde an. Es könnte aber auch sein, dass es länger wird. Und dann bist du am 22.11. frei. Ja, sehr geil. Ich brauch Geisterchen. Ja, wo sind die? Da ist es nur eins. Da ist nur ein Geisterchen. Mach bis 7, dann kann ich zu Hause nochmal an PC ran. Und wer hält mich so lange wach?
Also ich spiele ja gerne Alleinunterhalter. Wer hält mich so lange wach? Weil ich glaube, Luna schläft bis dahin auch am PC ein. Das schaffen wir schon. Na gut, du hast es tatsächlich schon mal. Ich glaube, am allerersten 24-Stunden-Stream. Hast du es, glaube ich, noch mit am längsten durchgehalten. Da warst du, glaube ich, bis 6, 7 Uhr morgens bei mir quasi. Dann hast du, glaube ich, ein paar Stunden geschlafen und warst mittags auch schon wieder da. Hab doch Kastencola hier. Gib mir was ab, bitte. Wobei, ein Stückchen Cola habe ich auch noch in meiner Flasche. Ganz kleines Stückchen. Ich brauche noch einen Geist. Einen. Eine vermaledeiten Geist. Oh Gott, ich gebe hier schon einen. Einen Geist. Ohne Geist. Ohne Geistlichen. Aber kaltes Wasser hilft bei mir tatsächlich nicht. Kälte macht mich nur noch müder. So komisch, wie es klingt, aber Kälte macht mich irgendwie müde. Hitze hält mich wach und Kälte macht mich müde. Weil bei Kälte ist es irgendwie so, egal ob ich nass zum Beispiel vom Regen bin, sobald ich mich dann irgendwie warm einknuddel, kann ich sofort weg. Ist irgendwie... Ja, mal gemütlich. Was kann ich für euch tun? Wie komisch bist du? Nee, warte, ich kenne dich ja. Wollte ich gerade sagen, du kennst mich doch mittlerweile. Ich grüße euch. Weißt du, wie komisch ich bin? Was benötigt ihr? Es ist so nichts Neues mehr. Was benötigt ihr? Bleibt einen Moment. Ich wollte jetzt gerade sagen, wie viel will ich noch abgeben, um es dann wieder anzunehmen. Okay, das kann ich ja mal wegpacken. Das hier kann ich ja mal. So. Stufe 38 habe ich sogar geschafft. Geil. Ich muss dann leider mal weiter. Auch wenn ich hier bleiben will. Ein Teil von dir bleibt halt immer hier, ne? Sieh es einfach mal so. Ein Teil von dir bleibt. Das klingt gerade so übel schnulzig, ne? Ich denke, den ich nochmal schaffe, vorbeizuschauen. Alles gut. Wie gesagt, bis 7 Uhr schaffe ich es leider nicht. Dafür werde ich dann doch zu müde sein. Reicht, wenn wir nächste Woche dann den 17- bzw. 24-Stunden-Stream machen. Ich weiß auch nicht, wie ich den lege. Ob es wirklich nur 17 wären oder ob es wirklich 24 Stunden wären, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich eher 17 Stunden, weil das ist realistischer durch 20 Stunden statt 24. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Muss ich schauen, wie ich das am besten vereinbare. Je nachdem, wie gut ich schlafe. Ich glaube, ich mache es einfach vom Schlaf abhängig. Aber zumindest, ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, nächste Woche Sonntag gibt es einen langen Stream und wahrscheinlich einen MMO-Stream mit zwischenzeitlich Together-Sachen. Also von 18 bis 21 Uhr gibt es dann Together. Wie Golf It, Dead by Daylight, also nächste Woche, nicht diese Woche, nächste Woche. Weiter, ne? Also mal schauen, was es dann so alles gibt. Sage ich schon mal gute Nacht an alle. Schlaft schön und ruht euch alle gut aus und bis die Tage dann. Ja, bis die Tage. Denn auf jeden Fall, wir schreiben wahrscheinlich morgen. Na gut, hören wahrscheinlich auch morgen. Und ja, Stream für dich dann natürlich am Sonntag wieder. Ja, Sonntag 13 Stunden Stream. Ja. Sonntag weiß ich nicht, wie lange ich mache. Deswegen sage ich ja. Ne? Na gut, es kommt wahrscheinlich Zeitverzug an. Schreiben und hören morgen. Und der Rest Sonntag wieder.
Aber Sonntag wird, also diesen Sonntag wird nur ein normaler Stream. Kann zwar auch wieder länger dauern, weil ich noch nicht weiß, wie ich den restlichen Abend plane. Kann auch sein, dass ich vorher ein RPG mache. Beim Montag habe ich sturmfrei. Von Montag auf Dienstag habe ich sturmfrei. Da weiß ich noch nicht, ob ich streamen werde. Oder ob ich den Dienstag erst streame. Ich weiß es noch nicht. Kann ich beim besten Willen nicht sagen, wie ich es plane. Müde. Müdig werd. Aber ein bisschen machen wir noch. Ich möchte so viel schaffen, wie es irgendwie geht. Damit wir so schnell, wie es geht, auch in den Tonhöhen weitermachen können. Ich hetze mich nicht, keine Angst. Mach das alles in Ruhe. Aber trotzdem wüsste ich gerne, wie es weitergeht. Was also storytechnisch. Weil jetzt machen wir ja keine Story, jetzt machen wir hier einfach nur einen Moment. Durchquesten und gucken, was es so gibt. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Wie kann ich euch zu Diensten sein? Oh, hin, her. Was benötigt ihr? Oh, ne. Jetzt würde ich gerade automatisch dahin gehen. Freundin bin ich mittlerweile. Jetzt möchte ich einmal kurz gucken. Das sieht dringend aus. Genug Wein für heute. Ich will lieber das Wasser nochmal leer. Ich sage ja, mehr als 3 Gläser trinke ich in der Regel nicht mehr. Der Rest kommt dann morgen. Möchte ich einmal kurz bei den Rufhändlern vorbeischauen. Warnung meine ich hier irgendwo. Was benötigt ihr? Ah, ja, stimmt, hier. Trinke. Rüstung. Rüstung. Soldaten. Ja gut, aber schlechter als das, was ich jetzt trage. Das hier ist ganz gut. Ich will nur erstmal gucken, wenn man sich dafür dann noch das Reittier holen muss. Das war, wo man das machen kann. Es tut mir leid. Benötigt ihr etwas? Echt dann? Wie darf ich euch helfen? Okay, das Reittier kann man sich so holen. Verwandter, ja. Das Reittier kann man sich mit Talern holen. Ja, dann. Gib ihm. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Nee. Ohne Schnitzers.
Obwohl ich mir trotzdem... Ich möchte einfach nur mal sehen, wie das einmal komplett aussieht. Nein, nicht genug Platz. So. Mal sehen, wie das komplett aussieht. Ach du grüne Neune. Naja. Jetzt werde ich aber kurz das verkaufen, was... Ne? Einmal... Nein. Das verkaufe ich garantiert nicht. Ja, das verkaufe ich. Ist auch noch alles. Hunger macht sie bereits. Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Allerdings muss ich tatsächlich bis morgen warten. Ich kriege heute leider nichts mehr. Zumindest nicht, ohne dass ich Futter wecke. Und das möchte ich ungern. Jetzt wird es halt einen recht leichten Schlaf. Auch wenn er was anderes behauptet. Also die will ich nicht verkaufen. Da will ich wissen, was ich denn noch dafür brauche. Sieht trotzdem gut aus. Okay. Und dann einmal kurz Lager hier öffnen. Und wird Steine. Ja. Den bräuchte ich da drin nicht. So. Okay. Ich will da total die Übersicht verlieren. Und geht eigentlich? Geht eigentlich? Die Truhen packe ich eben auch alle hier hin. Das hier. Ja, einmal zerstören.
Den missbrauche ich nicht. So, und wieder ein bisschen Platz. Ja, sehr schön. Jetzt einmal nach da oben, dann nach unten. Ich finde jetzt einfach nur, dass das Inventarfenster verdammt klein ist. Also nicht von den Plätzen her, sondern nur von der Ansicht her. Das ist mega klein. Ich glaube, das macht es auch nochmal etwas unübersichtlicher. Ja, jetzt muss ich auch finden, ja. Ich glaube auch nicht, dass man es größer machen kann. Jetzt ist es jetzt tatsächlich so auf Anhieb nicht. Wenn es geht, darf man mir gerne sagen, wie, aber wie gesagt, ich so auf Anhieb wüsste es jetzt nicht. Wenn man es wenigstens größer ziehen könnte, also so automatisch größer ziehen. Weil es geht nur bei manchen Sachen. Ich bin nie wirklich gespielt. Ja, alles gut. Muss man ja auch nicht. Wie gesagt, ich habe halt auch in den Einstellungen weit nichts gefunden. Es sei denn, ich habe es übersehen. Das kann sehr gut möglich sein. In FF14 wüsste ich das zum Beispiel, wie man das alles einstellen kann. Mal gucken. Wie viel der Fälle, dass ich gleich aufhöre. Ich weiß auf jeden Fall, dass gleich keiner online ist, den ich kenne. Wenn wir gleich rain sollten. Das wird ja witzig. Ich gucke nämlich nebenbei schon immer mal, ob irgendwo jemand finde. Ja, ist einfach. Jemand. Echt? Guten Tag. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Ach, so lang genug, da kann er. Nee, nicht nochmal. Kannst du mir gern, kannst du gern schreiben, wo wir gleich hin raiden könnten. Hier, warte. Du schon mal raus. Wie gesagt, wir machen das ja nicht mehr so lang. Juhu. Den hoffen wir natürlich, dass er jetzt die paar Minuten noch macht. Bis wir hier soweit ready sind. Da muss ich hin. Was benötigt ihr? Bleibt einen Moment. Ist eine Nachteule. Okay, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Ja. Ich schieße gerade nebenbei schon mal ein paar Fenster hier. Ja.
Ofen. Okay. Ist da hinten was? Ich würde aber gerne da unten einmal noch kurz abgeben. Ich verlange nicht viel von euch. So, ich hoffe, dass dieser Paul da nicht zu dieser Questreihe da gerade zugehört. Ne. Hubert, Bernhard, Rowena... Maxim. Okay. Können wir den nämlich ignorieren? Und denn? Wenn wir die eine Quest gleich abgegeben haben, dann bin ich aus Flandern ins Bett. Aber so lange können wir noch quatschen. Das dauert ja eine halbe Ewigkeit, bis wir da sind. Ja. Das dauert. Das dauert. Wobei auf der einen Seite möchte man halt auch gar nicht opfern, ne? Ich wage mal zu behaupten, dass wir ganz gut was geschafft haben. In der Zeit heute. Ich meine, wir haben Eventim ganz gut bisher besucht. Gut, hier unten waren wir noch nicht. Da müssen wir auf jeden Fall noch hin. Das ist der Brandyweinfluss. Nur noch eine Runde. Berühmte Sätze, ja. Früher bei den Eltern auch immer ganz häufig. Jo, ich mache nur noch eine Runde. Ich mache nur noch diese eine Sache fertig und danach bin ich im Bett. Alle Eltern wussten. Nein, du bist danach nicht direkt im Bett. Und meistens, wenn du im Bett warst, hast du dann trotzdem nochmal die Konsole angemacht. Und ich habe als Kind dann es tatsächlich dann so gemacht. Ich habe versucht, alles abzudunkeln. Auch um den Fernseher herum, dass ich da noch nachts spielen konnte. Und wenn ich da einfach nur eine Decke drüber gelegt habe, über diesen Fernseher. Meine Mutter wusste es natürlich trotzdem, da sie aber wusste, dass ich den Fernseher sowieso wieder anmachen würde, hat sie nichts gesagt. Sie hat mich dann auf andere Weise fühlen lassen, dass ich Scheiße gebaut habe. Also nicht jetzt nicht gehauen oder sowas, aber... Ne? Es gab dann zumindest am nächsten Tag eine Scheibe Mortadella zum Beispiel weniger. Da drei Scheiben Mortadella gab es nur noch eine Scheibe Mortadella. Beispiel. So als, ne? Als kleiner Denkansatz, was denn schiefgelaufen sein könnte. Das ist aber nicht immer gesagt, dass der Denkansatz funktioniert hat. Warte mal, ich muss auf die andere Seite. Hier runter. Ich weiß gar nicht, wie ich da rüberkommen soll. Also als Kind war man ja schon echt raffiniert. Ich habe irgendwo die Abzweigung verpasst. Egal. Geronimo. Ja, mein Kind, heute darfst du dir noch eine halbe mit Papa angucken. Nergens ins Bett, Kind. Okay, dann schaue ich die zweite. Oder wenn man als Kind... Oh Gott, das ist aber schön hier. Oder wenn man als Kind nach seiner Zeit, wo man eigentlich im Bett sein sollte, noch wach war. Und zum Beispiel meine Großeltern haben dann zum Beispiel am Wochenende jedes Mal Tatort geguckt. Ich habe Tatort gehasst. Zumindest nicht gern geguckt. Aber ich habe mich im Sessel immer so klein gemacht, in der Hoffnung, dass meine Großeltern mich nicht sehen, wie ich da noch sitze. Und nach meiner eigentlichen Zu-Bett-Geh-Zeit noch wach bin und noch mit den Fernseher gucke. Ne? Da habe ich immer tunlichst drauf geachtet, dass sie mich nicht sehen. Ich habe nicht mehr geatmet gefühlt. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit Ich habe mich nicht mehr bewegt. Ich hatte schon Krampf in den Beinen. Es Würdet ihr mir war echt fürchterlich. Und dann hat man trotzdem nur so ein, zwei Stunden immer hinausgezögert, bis man dann ins Bett Könnte konnte. Ich einen Augenblick mit euch sprechen? Aber wirklich. Und wenn ich das meiner Oma heute erzähle, meint sie auch nur so, aha. So hast du das also gemacht. Ich so, ja. Oder Dürfte auch mit der Decke. Einfach Decke über mich komplett drüber gezogen und so getan, als, ne? Wäre nichts. Oder man hat schon halb geschlafen oder so getan, als wenn man schlafen würde.
Einfach nur, um dann bei mir in meinem Fall halt von Opa ins Bett getragen zu werden. Bleibt einen Moment. Einfach, weil es so immer so schön war, wenn mein Großvater, der hat es immer auf witzige Weise, hatte jemand ins Bett getragen. Oder früher auch so getan, als wenn man so Zug fährt, dann ins Bett gegangen. Und das wollte ich halt immer dann erreichen, dass man das so macht, ne? Und dann, ja. Ist man dann trotzdem noch Ewigkeiten wach geblieben. Fanden die Großeltern dann irgendwann auch nicht mehr so toll. Ich war dann froh, als ich älter war in dem Punkt. Da durfte ich das dann. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? So, oh Gott, wie viel haben wir beim nächsten Mal bloß wieder zu tun, ey. Ich kenne schon wieder einen Heimkollaps. Hier. Hier und doch nicht hier. Ich bin jetzt richtig vor Gott das tragen, ja. Also mein Großvater hat das, glaube ich, bis ich 13 war gemacht. Das gebe ich ehrlich zu. Mit 13 wollte ich noch von meinem Großvater ins Bett getragen werden. Aber ich war auch ein kleines Würmchen zu dem Zeitpunkt noch. Also ich bin nie großartig groß geraten. Ich bin heute recht klein. Wobei ich bin stolze 1,67. Ich gelte nicht als Minion. Noch nicht jedenfalls. Wenn ich älter werde, dann schon. Wenn ich dann wieder schrumpfe. Dann bin ich irgendwann auch wieder Minion, aber... Ich bin stolz, dass ich keiner bin. So. Wir haben unser Ziel erreicht für heute. Ich meine, wir haben sogar Level 38...